Marvin Klute rechnet ab. So heftig hat Paulina Ljubas ihn nach Ex on the Beach hintergangen. Paulina Ljubas hat es faustdick hinter den Ohren. Bei Ex on the Beach landete sie wieder mit ihrem Ex Yassin Mohammed im Bett. Dabei hatte er längst ein Auge auf Karina NL geworfen. Dann zog Marvin Klute in die Villa und verdrehte der Brünettin den Kopf. Auch die beiden kamen sich schnell näher, hatten nach ein paar Tagen Sex vor der Kamera. Doch wie ging es nach dem Dreh weiter? Knallharte Abrechnung von Marvin Klute. Alle hatten recht. Paulina ist der Teufel. Sie ist eine Lügnerin und eine Betrügerin. Das ist das Schlimmste, was eine Frau mir jemals angetan hat, schimpft Marvin jetzt in einem langen Statement auf Instagram. Nach der Sendung war Paulina eiskalt zu Marvin, suchte nur die Nähe zu ihrem Ex Yassin, der in einem anderen Hotel untergebracht war. Sie ist in das andere Hotel gefahren. Sie wollte unbedingt zu Yassin. Sie hat sich für einen sehr hohen Preis eingebucht. Am nächsten Tag habe ich erfahren, dass die beiden wieder etwas miteinander hatten, berichtet Marvin weiter. Für ihn war die Sache damit abgeschlossen, doch nach einiger Zeit kam Paulina wieder an und schmierte ihm Honig ums Maul. Marvin ließ sich drauf ein und wollte sie wirklich besser kennenlernen. Doch er wurde bitter enttäuscht. Paulina flog für einen TV-Dreh ins Ausland und versicherte ihrem Schatz vorher: Marvin, wenn ich in diese Show gehe, wirst du mich nicht verlieren. Ich habe Gefühle für dich und kann mir eine Beziehung mit dir vorstellen. Doch bei Marvin kamen schnell Zweifel auf. Mir ging es nicht gut. Ich habe sie vermisst, gibt der Muckemann zu. Dann der Schock. Ein Freund hat mich angerufen, der dort etwas connected ist, und hat mir gesagt: Marvin, ich muss dir was erzählen. Paulina hat in der Show mit jemand anderes Gef-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Tee. In dem Moment ist mein Herz gebrochen. Doch damit nicht genug. Kirsche obendrauf war noch, dass sie bereits am zweiten Tag mit ihm Gef-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Tee hat. Über die zwei Wochen insgesamt dreimal. Obwohl die beiden zu dem Zeitpunkt nicht offiziell ein Paar waren, riss es Marvin den Boden unter den Füßen weg. Wir waren nicht zusammen, aber es hat sich angefühlt wie Fremdgehen. Sie hat einfach die Beine breit gemacht. Das hätte sie nicht machen müssen, beschwert er sich. Das ist das Respektloseste, was du machen konntest. Das werde ich dir auch niemals verzeihen.